Also es hat mir gefallen, wie sich das Ganze so nach und nach entlüftet hat. Entlüftet? Ja, ich entlüfte das Buch. Super, ne? Oh. Heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich vorhin erst beendet. Ich habe mir extra Mühe gegeben, es schnell noch fertig zu lesen, damit ich es noch mit in dieses Video nehmen kann. Und zwar ist das Rad der Neuen gezeichnet von Veronica Roth. Ich habe die Bestimmung gelesen und ich habe den ersten Teil geliebt. Ich fand den zweiten okay und der dritte Teil... Reden wir nicht weiter darüber, über den dritten Teil der Bestimmung. Auf jeden Fall habe ich sehr gemocht, was sie geschrieben hat und auch den Schreibstil, wie sie es geschrieben hat. Ich kam damit super zurecht und habe mich deshalb auch sehr gefreut, dass jetzt ihr neues Buch Rate der Neuen rausgekommen ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand das Buch im Großen und Ganzen völlig okay. Es war aber leider kein Buch, was mich total vom Hocker gerissen hat. Also es war jetzt keine schlechte Geschichte, es war jetzt aber auch keine überragende Geschichte. Es war halt so gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. Der Inhalt dieses Buches ist sehr schwer zu erklären, da es hier um eine Science-Fiction-Geschichte geht. Es geht in diesem Buch um Kyra und Arcos. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche, aber so habe ich es jetzt immer ausgesprochen für mich. Und es ist so, die beiden gehören unterschiedlichen Stämmen an. Also die leben auf einem Planeten, aber die gehören unterschiedlichen Stämmen an, die auch verfeindet sind. Dieser Planet gehört offiziell den Tufesi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist die herrschende Gruppierung, sag ich mal, oder herrschende Stamm. Und diesem gehört Arcos an. Und dann gibt es die Shotet. Und da gehört Kyra hin. Und die Shotet sind halt ein Stamm, die als eigenes Volk anerkannt werden wollen. Und die wollen halt das oberste Volk dieses Planeten werden und auch in den Rat mit aufgenommen werden. Und diese zwei Stämme, wie gesagt, stehen sich verfeindet gegenüber. Und der Krieg dauert schon ewig an. Und dann ist es so, dass es in dieser Welt Orakel gibt. Und Orakel können in die Zukunft sehen. Sie sehen viele verschiedene mögliche Zukünfte, die es gibt. Und der böse Herrscher, der Shotet Ryzek, versucht das Orakel der Tufesi zu stehlen, um damit halt seinem Schicksal und seiner vorherbestimmten Zukunft zu entgehen. Und ja, versucht dann halt, wie gesagt, mit dem Orakel der Tufesi das Ganze zu verändern und das halt das zu verhindern, dass sein Schicksal sich erfüllt. Und dieses zukünftige Orakel der Tufesi ist der Bruder von Arcos, AJ. Und so kommt es, dass AJ und Arcos von den Shotet entführt werden, einfach damit Ryzek die Kontrolle über die beiden hat, denn er kennt die Schicksale der beiden und er weiß, was den beiden vorherbestimmt ist. Und dann ist es so, dass jeder Bewohner dieses Planeten noch eine bestimmte Gabe hat. Also AJ zum Beispiel hat die Gabe, in die Zukunft zu sehen, Ryzek hat die Gabe, Erinnerungen auszutauschen und Arcos ist immun gegen all diese Gaben und er kann diese Ströme von diesen Gaben unterbrechen, sodass sie ihre Wirkung verlieren. Und auch Kyra hat eine ganz, ganz besondere Gabe, denn ihre Gabe ist der Schmerz. Sie spürt quasi immer Schmerzen und sie kann den Schmerz auf andere übertragen. Und sie ist, wie gesagt, die Schwester. Und Kyra ist die Schwester von Ryzek und er benutzt sie als quasi auch ihr Folterinstrument, als Tötungsinstrument. Und Kyra hat einfach keinen Bock mehr, die hat die Schnauze voll, die will nicht mehr so leben. Und ja, ihr Leben besteht quasi immer nur aus Schmerzen. Und dann ist es so, dass wir einen Zeitsprung in der Geschichte machen und das Ganze dann zwei Jahre später weitergeht und Arcos, wie gesagt, von den Shotet entführt ist, inzwischen zu einem Krieger ausgebildet worden und man hat halt seine Begabung festgestellt und so soll er von nun an als persönlicher Diener von Kyra ihr helfen, die Schmerzen zu nehmen. Denn wie gesagt, durch seine Gabe, diese Ströme der Gaben zu unterbrechen, dadurch ist es so, dass wenn Arcos Kyra berührt, ihre Gabe verschwindet und sie keine Schmerzen mehr verspürt und ihr das Linderung verschafft. Und damit sie halt wieder ein bisschen, sag ich mal, raus kann aus ihrem Leben und halt auch an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen kann, wo Ryzek sie natürlich auch vorführen kann, bekommt sie halt Arcos an die Seite gestellt. Ja, so erstmal so zur groben Erklärung. Dann ist es natürlich so, dass die Geschichte ihren Lauf nimmt und Arcos versucht quasi seinen Bruder AJ aus der Gefangenschaft von Ryzek zu befreien und nach Hause zu fliehen. Und Kyra muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Das ist so das Grobe, was ich euch vom Inhalt her sagen kann. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht verraten. Ich komme als allererstes erstmal zur Handlung. Denn ich fand die Handlung im Großen und Ganzen war völlig okay. Der Verlauf der Geschichte hat mir gut gefallen. Wie sich das Ganze entwickelt hat, hat mir gut gefallen. Und auch dieses Drum und Dran mit den Schicksalen und den Orakeln und den Voraussagen. Das fand ich auch echt cool. Da hat die Autorin sich echt was Gutes ausgedacht. Und wie gesagt, also von der Handlung
fand ich es wirklich richtig gut und hat mir richtig gut gefallen. Die Charaktere. Ich mochte Arcos und ich mochte auch Kyra total gerne. Wir wechseln hier die Sichtweisen. Also wir lesen mal aus der Sicht von ihr und aus der Sicht von ihm. Was ich auch gut fand, weil man sich dadurch natürlich in die beiden besser hineinversetzen konnte. Und auch die Nebencharaktere haben mir gut gefallen. Die Charakterzüge, die an den Tag gelegt haben, fand ich gut. Ryzik war wirklich das böse Monster, was er sein sollte. Und man konnte aber auch seine Beweggründe ein bisschen verstehen, warum er so geworden ist. Und also von den Charakteren hat es mir auch gut gefallen. Wie gesagt, ich mochte Arcos, ich mochte Kyra, ich fand die Nebencharaktere wirklich gut. Und wie sich das Ganze in der Geschichte entwickelt hat und wie die Charaktere sich entwickelt hat, hat mir auch noch gut gefallen. Aber womit ich ein riesengroßes Problem in diesem Buch hatte, war der Schreibstil. Beim Schreibstil weiß ich jetzt nicht, ob es an der Übersetzung mitliegt. Auf jeden Fall sind hier teilweise echt komische Satzstellungen drin. Das verwirrt einen dann teilweise, sodass ich Absätze auch zweimal lesen musste. Also ich kann es ja jetzt im Vergleich zur Bestimmung nehmen und ich weiß, dass da der Schreibstil ganz, ganz anders gewesen ist. Also so weit, wie ich mich erinnern kann, hatte ich da nicht solche Probleme mit der Satzstellung. Und das ging mir einfach leichter von der Hand beim Lesen. Und das hat mich auch, der Schreibstil bei der Bestimmung, gerade beim ersten, hat mich so in den Bann gezogen, dass ich dieses Buch damals, glaube ich, in einem Rutsch sogar gelesen hatte. Aber hier hatte ich mit dem Schreibstil echt meine Probleme. Denn nicht nur, wie gesagt, diese Satzstellungen und die Aussprache waren teilweise ein bisschen merkwürdig, sondern das eigentliche riesige Problem bei diesem Buch sind die Beschreibungen. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Planet ist, wo die drauf leben. Warte mal, ich stelle mal das Buch kurz ab. Das wird sonst zu schwer. Also es ist schwierig zu beschreiben. Also man hat ja diese Galaxie, in der sich das Ganze abspielt mit diesem Strom und alles. Und man kann sich schon so ein dezentes Bild machen. Aber wenn ich das jetzt im Vergleich von der Weltbeschreibung her sehe, zu Diabolik zum Beispiel, was ja auch eine Science-Fiction-Geschichte ist, war das einfach alles viel klarer. Also ich konnte bei Diabolik, wie gesagt, da ging es auch um Raumschiffe und Galaxien und Welten und alles andere, aber dort konnte ich mir das vorstellen, das war für mich greifbar. Da hatte ich eine Ahnung, wie das alles dort aussieht, aber hier hatte ich echt so meine Probleme auch mit Größenverhältnissen. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Planet ist, wo die drauf leben. Ist der so groß wie die Erde? Ist der kleiner? Also man konnte anhand von Wegen, die zurückgelegt haben oder auch den Beschreibungen nicht ermessen, wie groß diese Welt eigentlich ist und wie groß das einzelne Reich halt auch ist. Und dann hatte ich auch echt Probleme, mir die Städte vorzustellen und auch die anderen Welten und die Raumschiffe. Es war sehr viel drumherum beschrieben, aber es war nicht klar auf den Punkt gebracht. Und das war für mich echt ein Riesenproblem in der Geschichte, weil ich konnte mir auch bei den Szenenbeschreibungen, wenn da irgendwas gemacht wurde, zum Beispiel ein Tanz aufgeführt, das wurde über 5 Seiten gestreckt, wie die da rumgetanzt haben, was absolut unnötig ist. Und aber das Ganze drum und dran, wie der Raum aussieht, wo die da jetzt stehen oder wie das Ganze in dieser Welt halt im Allgemeinen aussieht, war wirklich sehr, sehr dürftig beschrieben. Und ich hatte da echt ein Problem, mir diese Welt vorzustellen. Ich habe auch jetzt noch keine Ahnung, wie diese Welt eigentlich aussieht. Ich habe da echt Probleme mit, auch die Beschreibungen der Charaktere. Also man hat eine minimale Beschreibung der Charaktere, was okay ist. Man muss ja nicht immer jeden Charakter bis ins kleinste Detail beschreiben, aber ja, war irgendwie sehr merkwürdig. Also das fand ich echt sehr, sehr schade, denn dieses Buch hätte ein wirklich richtig mega gutes Buch werden können. Aber es ist halt bei diesem Buch wirklich schwierig, da irgendwie eine Einschätzung abzugeben. Weil wie gesagt, ich fand die Handlung gut, ich mochte die Charaktere total gern. Ich fand es schön, wie die sich entwickelt haben, wie die miteinander umgegangen sind dann auch. Aber der Schreibstil, also der war nicht cool und auch diese Beschreibungen, dieses Worldbuilding hat das Ganze echt zerhauen. Ich weiß nicht, was die Autorin da gemacht hat und ob das wie gesagt vielleicht auch mit einer Übersetzung liest. Ich habe keine Ahnung, ich kann keine englischen Bücher lesen. Deswegen werde ich es auch nie herausfinden. Aber falls einer von euch das Buch auf Englisch gelesen hat, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es da auch so ist. Oder ob es euch da auch so ergangen ist. Oder ob ihr sagt, nee, das ist viel besser und das ist viel toller oder das ist anders. Oder ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Mein Fazit zu Rat der Neuen ist, dass es für mich leider nur eine durchschnittliche Geschichte ist. Also wie gesagt, die Handlung war gut, die Charaktere waren gut, aber das Worldbuilding und der Schreibstil, das war einfach nicht mein Fall. Und ich fand es wirklich sehr schwierig, das zu lesen, obwohl ich sagen muss, dass ich es wirklich relativ schnell gelesen habe. Also ich habe es jetzt in 3 Tagen durchgelesen und bin auch wirklich gut durch die Geschichte gekommen an und für sich. Aber ich bin halt immer wieder über Sätze gestolpert, über Absätze gestolpert und wie gesagt, hatte halt echt Probleme mit dem Worldbuilding und habe es dann so ab der Hälfte von dem Buch auch einfach aufgegeben, mir da irgendwas vorzustellen. Entweder es kam in meinem Kopf oder es kam halt nicht, da hatte ich Pech. Aber es hätte echt ein richtig gutes Buch werden können, wenn das halt nicht so
gewesen wäre. Aber naja, gut, so ist das halt. So ist es für mich leider nur eine durchschnittliche Geschichte gewesen. Aber alle Fans von Veronica Roth, die die Bestimmung gelesen haben, die die Bestimmung gut fanden, die die Bestimmung toll fanden, denen empfehle ich auf jeden Fall, dieses Buch auch zu lesen. Denn es, wie gesagt, ist kein schlechtes Buch. Es ist halt wirklich einfach mehr so ein durchschnittliches Buch. Kommen wir zum zweiten Buch für dieses Video, und zwar ist das dieses hier, Wir fliegen, wenn wir fallen, von Ava Reed. Ich habe dieses Buch netterweise von Lovely Books zugeschickt bekommen, in so einem kleinen Paket. Ich habe es dann in meinem letzten Vlog auch ausgepackt und ich habe mich da wirklich riesig drüber gefreut. Denn ich habe es einfach so zugeschickt bekommen. Ich habe jetzt nicht bei einer Leserunde mitgemacht oder so, aber ich wollte dieses Buch auf jeden Fall lesen, deswegen habe ich mich da mega gefreut, als ich es bekommen habe. Und ich muss erstmal sagen, dass ich dieses Cover mega, mega schön finde. Dieses Cover stellt wunderbar die Geschichte in diesem Buch dar. Und ich finde, wenn man hinguckt, entdeckt man immer noch mal was Neues. Und wenn man diese Geschichte dann so liest und dann nochmal das Cover anguckt, denkt man sich, ach, wie schön, guck mal. Das ist doch von der Geschichte. Und auch das Buch ohne den Schutzumschlag hat der Verlag richtig cool gemacht. Also es ist jetzt nicht einfach nur blau oder weiß oder so, sondern es hat auch hier nochmal diesen Druck drauf mit diesen Pusteblumen. Fand ich mega cool. Finde ich richtig, richtig schön. Dieses Buch steht auch nicht mit Buchrücken in meinem Regal, sondern so, dass man es sehen kann. Ich komme erstmal ganz kurz zum Inhalt jetzt von der Geschichte. In diesem Buch geht es um Yara und Noel. Und es ist so, Yaras Tante arbeitet in einem Pflegeheim und Yara geht dort jeden Tag hin und liest einem älteren Mann, sein Name ist Phil, vor. Die beiden haben eine ganz spezielle Verbindung zueinander, sie beide lieben Bücher und die Geschichten und Phil ist blind, deswegen liest Yara ihm vor, weil er selber nicht mehr lesen kann und so tauchen die beiden jeden Tag gemeinsam in die Welt der Bücher ein und das verbindet die beiden natürlich. Und dann gibt es dort noch Noel. Noel ist der richtige Enkel von Phil und hat aufgrund der Vergangenheit der beiden den Kontakt zu Phil sehr zurückgenommen und er ist sehr distanziert seinem Großvater gegenüber und gibt ihm die Schuld an Sachen, die passiert sind in der Vergangenheit. Und die beiden haben halt nicht wirklich einen guten Kontakt zueinander. Und eines Tages ist es so, dass Phil plötzlich verstirbt und er hinterlässt den beiden einen Brief mit einer Liste. Und in dieser Liste sind Dinge niedergeschrieben, die Phil gern noch erlebt hätte in seinem Leben. Und er bittet jetzt die beiden, diese Liste gemeinsam abzuarbeiten und ihm diesen letzten Wunsch gemeinsam zu erfüllen. Er hat den beiden auch Geld hinterlassen, dass sie das Ganze auch bewerkstelligen können. Weil da sind Sachen drauf, wie im Regenwald spazieren gehen, die Polarlichter anschauen, den Louvre besichtigen. Und das kann man natürlich nur, wenn man entsprechendes Geld hat. Und deswegen fand ich das sehr, sehr süß, dass er den beiden dieses Sparbuch hinterlassen hat, wovon sie diese Reise auch finanzieren können. Und ja, die beiden machen diese Reise dann auch Phil zuliebe und jeder natürlich aus seinen eigenen Gründen, mit seinen eigenen Hintergedanken. Und es ist dann so, dass die Reise die beiden total verändert und jeder für sich am Ende der Reise ein anderer Mensch ist wie zu Beginn. Und ja, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Wir begleiten Yara und Noel auf diese Reise und man kann wunderbar beobachten, wie die beiden sich verändern, wie die beiden sich weiterentwickeln, wie sie bestimmte Dinge hinter sich lassen. Und das zu lesen war einfach mega schön. Also die Handlung hat mir mega gut gefallen. Ich fand das ganz, ganz toll, wie das alles aufgebaut ist. Es war teilweise natürlich ein bisschen kitschig und ein bisschen überzogen, aber das hat mich absolut nicht gestört bei diesem Buch. Ich fand es richtig süß, wie das alles geschrieben wurde und auch die Charaktere, wie gesagt, die Entwicklung, die die beiden in diesem Buch gemacht haben, hat mir mega gut gefallen. Dass die beiden sich immer so bekabbelt haben und sich da auch immer nichts geschenkt haben gegenseitig, fand ich auch mega cool. Ich mochte die beiden total und auch die Nebencharaktere wie Phil oder die Tante von Yara fand ich sehr, sehr schön geschrieben. Auch wenn ich die Tante immer ein bisschen zu verständnisvoll fand. Also die Tante hatte immer ein Verständnis für Yara, für alles. Also Wahnsinn, ne? Also wenn ich so eine Tante hätte, du. Ja, aber im Großen und Ganzen tolle Charaktere, wahnsinnig tolle Handlungen und vom Setting her befinden wir uns natürlich hier an verschiedenen Punkten in der Welt und ich finde, man merkt, dass die Autorin sich mit jedem Einzelnen auseinandergesetzt hat, denn die Szenen, immer wenn sie an diesen Orten waren, wie das beschrieben wurde, fand ich mega cool und man hatte wirklich das Gefühl, die Autorin weiß, was sie da erzählt und die Autorin weiß, von was sie spricht, wenn sie es erzählt und es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja, ja, Amazonas, Urwald, könnte jetzt da so aussehen, sondern ich habe mir gedacht, dass es wirklich so ist, wie sie es erzählt. Also ich habe ihr das komplett abgenommen und das fand ich auch mega gut. Also sie hat mich da auch in ihren Beschreibungen und auch in den Szenenbeschreibungen komplett überzeugen können. Da war nichts, was mich irgendwie gestört hätte und da war nichts, wo ich gesagt hätte, das ist unglaubwürdig oder das ist unrealistisch.
Also wie gesagt, das Setting war mega cool, egal an welchem Ort die war, egal an welchem Ort die waren. Es war kurz und knackig alles beschrieben, sodass man eine Vorstellung hatte, wie es dort aussieht. Es war nicht bis ins kleinste Detail beschrieben, was ich wirklich gut fand. Denn so blieb einiges auch noch der eigenen Vorstellung überlassen und das Buch hat sich nicht so in die Länge gezogen. Also ich kann es ja nicht ab, wenn jeder Raum bis ins kleinste Detail detailliert beschrieben wird, wenn man weiß, welche Blümchen da auf der Gardine sind oder welcher Bettbezug wie aussieht und also das finde ich einfach nur nervig und sowas ist nichts für mich. Deswegen finde ich es schön, dass das in diesem Buch alles kurz und knackig beschrieben wurde, aber halt nicht zu Tode analysiert wurde, sodass man halt wirklich noch für sich sagen könnte, okay, so und so sieht das meiner Vorstellung nach dort aus. Also hat mir auch wirklich mega gut gefallen. Ich wie gesagt, kann nur sagen, tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting, wahnsinnig toller Schreibstil. Also es war ja mein erstes Buch, was ich von Ava Reid gelesen habe und es war definitiv nicht mein letztes. Denn dieser Schreibstil, dieser Ausdruck, dieses Vokabular, was die Autorin benutzt hat, Wahnsinn. Hat mir mega, mega, mega gut gefallen. Der Schreibstil ist nicht einfach so platt, er ist jetzt aber auch nicht poetisch oder so, sondern es ist ein ganz normaler, schlichter Schreibstil mit teilweise absolut schönen Ausdrücken und Verwendungen von Wörtern, die jetzt auch nicht so alltäglich sind. Und ja, hat mir mega gut gefallen. Also ganz, ganz toller Schreibstil, tolles Vokabular, kann ich nicht anders sagen. Und wie gesagt, war definitiv nicht mein letztes Buch von Ava Reid. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal Lust auf eine süße Geschichte über das Leben habt und über auch Verlust und Trauer und die Liebe natürlich, dann schaut euch Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reid auf jeden Fall an. Und ja, es lohnt sich total, dieses Buch zu lesen. Ich kann euch wirklich nur sagen, I love it, I love it, I love it, I love it. Damit wären wir dann auch beim dritten und letzten Buch für dieses Video. Und zwar ist das Asche und Phönix von Kai Meier. Ich habe dieses Buch wieder mit Annika zusammen gelesen. Hallo! Und ja, dieses Buch ist ja ein Einzelband, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Denn von Reihen habe ich im Moment echt genug, die ich angefangen habe. Ja, Asche und Phönix, was kann ich dazu sagen? In diesem Buch geht es um Ash und Parker. Parker ist ein ganz berühmter Schauspieler. Er ist so quasi der Edward, also hier wie heißt der, Robert Pattinson, ne? Also so ist das ungefähr wie bei Twilight damals. Und er ist auch der Schauspieler von so einer Jugend-Fantasy-Verfilmung und wird von allen Mädels angehimmelt. Und dann gibt es dort noch Ash. Ash ist ein kleines Waisenmädchen, was immer in verschiedenen Hotels arbeitet und dort auch ein bisschen Sachen klaut und mobst und sich damit irgendwie ihren Lebensunterhalt verdient und damit überleben tut. Und dann ist es so, dass die beiden aufeinandertreffen, als Ash gerade Parker beklauen möchte. Als Parker auf der Flucht ist vor, ja, ich würde sagen, seiner Assistentin, die von seinem Vater engagiert wurde. Und ja, er sagt dann, okay, ich vergesse, dass du mich beklauen wolltest, hilf mir nur hier rauszukommen und vor ihr abzuhauen. Und ja, dann vergessen wir das Ganze und alles ist cool. Ash hat natürlich eigentlich nicht wirklich eine Wahl, als ihm zu helfen, denn ist blöd, ne, wenn sie beim Klauen erwischt wird und so. Gefängnis und so, alles doof. Deswegen hilft sie ihm dann und die beiden fliehen aus dem Hotel. Und es wird echt sehr, sehr schnell klar, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Und Parker hat einen ziemlich paranoiden Verfolgungswahn und Ash versteht das am Anfang nicht. Und mit der Flucht, die so vergeht aus diesem Hotel in die U-Bahn und so, merkt sie, dass hier irgendwas nicht stimmen kann und dass diese Assistentin nicht das ist, für was sie sich ausgibt und was sie zu sein scheint. Und so beginnt eine waghalsige Flucht quasi quer durch Europa. Und ja, Ash und Parker versuchen den Ganzen auf den Grund zu gehen und dahinter zu kommen, was jetzt genau hier los ist, was jetzt hier nicht stimmt. Und ob es den beiden am Ende gelingt, aus dieser ganzen Scheiße auf gut Deutsch, die da passiert ist, wieder rauszukommen, das ist es, worum es in Asche und Phönix im Großen und Ganzen geht. Ich möchte zu diesem Buch wirklich nicht zu viel verraten, weil man muss sich ja einfach überraschen lassen und man muss einfach diese Geschichte erleben und selber lesen und das Schritt für Schritt quasi mit den Charakteren erleben, was jetzt genau hier passiert und sich aufklären lassen. Deswegen kann ich zum Inhalt hier auch nicht wirklich viel sagen. Ich stelle das Buch jetzt auch mal mit hierher. Zur Handlung an und für sich kann ich wirklich nur sagen, dass die mir im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich mochte, wie sich die Geschichte aufgebaut hat, wie die Geschichte sich immer weiterentwickelt hat, immer mehr ans Licht kam und man als Leser auch immer mehr erfahren hat zu der Geschichte. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, war das Tempo von der Geschichte. Also am Anfang ist das Tempo sehr langsam, die Geschichte entwickelt sich jetzt nicht so schnell und dann so, ich würde sagen, so kurz vor der Hälfte vom Buch geht es dann so bam, 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 bam und das bis zum Ende und die Geschichte nimmt ein rasantes Tempo auf und dann kommt das Ende und das, mit dem Ende war ich nicht wirklich zufrieden, ne? Also das Ende war so, bam, Ende. Und dann diese letzte Szene war auch nicht wirklich ein Abschluss für mich. Also sie lässt Spielraum für die eigenen Gedanken, für ja, das eigene Fazit. Man kann sich jetzt quasi selber denken, was dann am Ende schlussendlich genau passiert ist. Aber ich fand, das ging alles irgendwie am Ende zu schnell und ich hätte das Ganze am Ende, glaube ich, anders aufgelöst. Also
Es war dann ab einem bestimmten Punkt der Geschichte klar, wie das Ganze ausgehen muss, wenn die beiden irgendwie eine Chance haben wollen zu überleben. Aber wie das dann schlussendlich am Ende aufgelöst wurde, war jetzt nicht so meins. Und wie gesagt, ging mir auch alles irgendwie ein bisschen zu schnell. Und die letzte Szene dann von dem Buch fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also hätte ich mir auch ein bisschen was anderes erhofft. Aber ja, wie gesagt, mit dem Ende bin ich halt nicht hundertprozentig zufrieden, aber ansonsten war die Geschichte wirklich gut. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass Parker und Ash in der Geschichte eine gewisse Wandlung durchmachen. Also Ash ist ja ein Mensch, die niemanden vertraut und die niemanden an sich ranlässt. Und das lernt sie mit der Zeit natürlich vor Parker abzuleben. Und sie tut ihm ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, was sie ja muss auf ihrer gemeinsamen Flucht, wenn sie irgendwie überleben möchte. Und auch Parker verändert sich so ein bisschen und lässt sie an sich ran und merkt, dass sie ein ganz anderer Mensch ist, als er am Anfang dachte. Und das zu lesen fand ich wirklich richtig süß. Das hat der Autor wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat mir gut gefallen. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, war es auch okay. Die haben jetzt halt nicht so wirklich eine große Rolle gespielt. Ich hätte mir von dem Bösewicht in diesem Buch irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Und ich hätte mir, was diesen Bösewicht betrifft, auch irgendwie ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Also es ist alles, was diesen bösen Gegenpart in der Geschichte quasi betrifft, alles ein bisschen schwammig gehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht war, aber der Böse war jetzt klar, dass er der Böse ist, aber man konnte das alles nicht wirklich so nachvollziehen. Also man konnte schon verstehen, wieso, weshalb, warum und was das jetzt genau alles ist. Aber irgendwie war mir das alles zu schwammig. Also ich hätte mir den gerne noch ein bisschen anders gewünscht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der Bösewicht, wie gesagt, war für mich jetzt nicht 100% perfekt. Ansonsten, die Nebencharaktere waren völlig okay. Zum Setting kann ich nur sagen, dass mir die Beschreibungen, also es ist ja eine Urban-Fantasy-Geschichte, das heißt, es gibt ein Fantasy-Element, spielt aber in unserer Welt. Und ich muss sagen, dass die Beschreibungen von den Orten wirklich richtig gut waren. Also ich konnte mir die Orte, wo die waren, richtig gut vorstellen. Ich konnte mir die Szenen, die beschrieben wurden, richtig gut vorstellen. Ich wusste, wie das Haus aussieht. Ich wusste, wie dieser Balkon aussieht, wo die jetzt gerade stehen, mit den ganzen Blumen. Und das hat Kamaya ja wirklich raus, also da Szenen zu beschreiben und auch Dinge zu umschreiben. Und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Der Schreibstil ist sehr eigen von Kai Meier. Es war jetzt mein allererstes Buch, was ich von Kai Meier gelesen habe. Annika hatte da schon ein bisschen mehr Erfahrung. Die hat schon einige Bücher von Kai Meier gelesen und hat gesagt, dass sein Schreibstil halt in diesem Buch nicht so ausschweifend ist wie zum Beispiel bei, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt die letzte Trilogie, die er rausgebracht hat? Ihr werdet jetzt alle vom Bildschirm sitzen und sagen, na, das heißt so und so. Ich komme aber gerade nicht drauf. Verdammt, die Seiten der Welt, siehst du? Ja, da ist das Ganze so ein bisschen ausladender und ausschweifender. Und bei Ash und Phoenix ist das Ganze so ein bisschen knackiger, was ich aber wirklich gut fand. Also ich mag das ja nicht, wenn das zu ausladend ist. Siehe Cassandra Clare, ne? Ihr wisst. Mein Fazit zu Ash und Phoenix ist, dass es eine sehr gute, solide Geschichte ist, die man zwischendurch einfach mal gut mitlesen kann. Es ist, wie gesagt, eine Urban-Fantasy-Geschichte. Es ist ein Jugendbuch. Und ja, ich fand es gut. Hat mir gut gefallen, weil es kein Buch, was mich total in seinen Bann gezogen hat, was mich total überzeugen konnte. Aber es war eine gute, solide Geschichte, die auf jeden Fall Spaß gemacht hat, sie zu lesen. Und wie gesagt, bis auf das Ende war ich auch damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Aber naja, gut, kann ja nicht immer alles perfekt. Das waren die letzten drei Bücher, die ich gelesen habe. Wenn ihr einen von diesen Büchern kennt, schreibt mir eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.